Hey Leute, willkommen zurück bei The Dangerous. Nicht wundern, die anderen Stimmen sind alles welche aus dem Teamspeak, aus der The Dangerous Gruppe. Ich werde mich langsam. Ich nehme das jetzt einfach mal auf und wir schauen mal, was hier so passiert. Wir treffen uns hier gerade in Tuluku auf. Ja, ich bin auch drauf. Das ist gerade gar nicht den Planeten. Oh Mann, das dauert ewig. Nee, geht. 190 Meter, yeah. Auf Tuluku HB4A. Mit der Nase in den Po. Einmal boosten. Und hier versucht mal jemand mit der Cutter. Mal gucken, wie lange das dauert. Kopf über zu landen. Ui, ich hüpfe schon. Oh. Yay. Nur 7%. Irgendwann stelle ich der Cutter noch meine SRVs in Rechnung. Deswegen habe ich keine Cutter mehr unter mir. Ich stehe jetzt in der Luft. 70 Meter. Das hatte ich bei Jesse auch eben. Das sieht gut aus. Denkt man da einfach. Jo, ein SRV hat es hier schon zerlegt. Von hier oben kann man geil Übersicht. Und hier sind eine ganze Menge Leute unterwegs. Ich weiß gar nicht wie viel, aber ich glaube über 10 sind es auf jeden Fall. Hurra, ich höre euch mal wieder nicht. Ein paar davon auch im SRV natürlich. Oh oh. Ich weiß nicht, was die Kratzer da vorhat. Ich sehe da oben nur kein Schiff. Einfach da hinspringen, wo die SAWs sind in der Luft steht. Ah, ich kann höchstens mal, genau, da hüpfe ich mal hin. So, und wir hüpfen auch mal hin. Ja, ich verabschiede mich mal aus der Runde hier. Wünsche euch erstmal das eine gute Nacht. Jetzt 4. Das funktioniert. Ja, okay. Ja, ja, ein 5. Komm, ich komm. Ja, schau gut aus, schau gut aus. Ja, 6. Oh. Boom, Kopfball. Autsch. Nee, ich kann auf kein Schiff hüpfen, was ich nicht sehe. Fall da durch. Können wir das ganze Ausmaß bestaunen? Das sind die ganzen Schiffe. Pydon Cobras, Anacondas, ein paar Corvettes. ASPs natürlich. Oh, Mann. Oh, was haben wir hier? Eine Diamond Back? Eine Karte? Ach ja, irgendwann werde ich so ein Ding auch machen. Haufen SRVs. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Das ist sehr unruhig, da, was er da macht. Tja, aber was ist die Karte hier vor? Oh, da kommt noch eine. Oh. Oh Gott. Was war das denn für ein Stunt? Beinahe, er rutscht runter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, seht ihr euch noch in einer Instanz? Oh, was passiert? Ach du Scheiße. Ja. Also jetzt gibt er alle ab. Bei mir ist jetzt sehr viel weg, obwohl ich nicht zu viel draus raus war. Oh, das war meiner. Mal gucken, nicht, dass der Wald kaputt ist. Ich bin sozusagen in den Orbit katapultiert worden. Yay, ich sitze auf eins von den Triebwerken. jawoll. Noch 27%, ich glaube, ich lasse es. Da muss ich doch mal einen anderen Blick nehmen. Hoffentlich bleibe ich da drauf. Ja, so, mal gucken, ob ich die richtige Anna finde. Na komm, aus. Juhu! Veronikeks! Oh nein! Er schmeißt mich! Ah, wir gehen mal runter. Tut Gott, die ganzen Reifenspuren. So, Bild vom Sturz. Oh, ich muss mal reparieren. Das hat weh getan. Hat eine Weile gedauert, bis wir alle in der Instanz waren. Das gibt da immer so ein paar Probleme, gerade wenn mehrere Dienste in einer 2% Instanz sind. Oder halt so viele Kommande auf einem Fleck. Viele kamen gar nicht rein oder mussten sich Neuversuche starten. Mich hat's auch einmal rausgeschmissen. So, Sigma geht auf für heute. Wir sehen uns am Freitag. Tschüss. Ciao. 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 User disconnected from your channel. So, wen haben wir hier? Joe Wanderer. Wer fliegt denn eigentlich die Karte? Jinji Yamazaki. So, wen haben wir noch dabei? Jimbo Lazy da hinten. Kommandant Jesse. Einen Abacus haben wir auch da. Jimbo Lazy Schiff. Das können wir mal kapern.
Ne, lassen wir. Bin ich vorhin schon zweimal dagegen geflogen. So, wen haben wir noch? Ben, Wolf, Romage. Romage? Meins. Wen haben wir hier? Tektil und Felis. Nochmal Joe. Sein Schiff. Oh. Auch in der Cobra. Kommandant Karash. Scheint wohl jemand aus dem Ausland zu sein, so wie ich das im Teamspeak mitbekommen habe. Ja, komm. Wen haben wir da noch? Kommandant Jesse Schiff. Ich hab deinen Lack kaputt gemacht. Ja, es gibt leider immer noch keinen Krieg in Toluku, immer noch. Können wir. Nanu? Achso, Moment. So rum. Immer noch Aufschwung. Und wie hoch kann er jetzt mit den SRVs da drauf steigen? Kommt da noch jemand? Nee. Wir haben es mal da. Anaconda bis auf knapp 2 Kilometer geschafft. Danach hat das SRV ziemlich viel Schaden verursacht. Ziemlich viel oder? Ja, die Räder des Todes. Aber hat jemand schon mal probiert eigentlich, wenn so ein SRV aus 1,5 Kilometer runterfällt, zu landen? Ja, das geht. Ja, das gab schon. Da gab es sogar so Rekordversuche dazu. Da fliegt wieder einer. So, hast mich abgeworfen jetzt. Ja, da gibt's so gab es so einen Planeten mit einem riesen Krater, der war 10 Kilometer tief. Ach, und das warst du. Ansi ist das. Ne? Leider nicht. Als ich dort war, ist da wurde der schon resettet und in so eine Bulde verwandt. Jetzt in der Diamond Bank Expo. Okay, ich glaube, ich verabschiede mich auch mal so langsam. Oh. Ja, also ich auch gar nicht mehr. Ich bin gerade ins Raumschiff zurück, weil ich reparieren musste. Nee, ich sehe dich zwar als blauen Punkt auf dem Raumschiff. Ach so. Aber bist nicht verfügbar. Okay. Also dann, Leute, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich schaff's auch zum nächsten Mal. Okay, so wird man ein SRV immer los. Jo, gute Nacht. Schade, gute das war schon. Nein, Leute. Langsam ab. Ciao, aber danke fürs Kommen. Have to go. Okay. Good night. Hope you had fun. See you at Waypoint 2. Yes. Yeah. See you there. Good night, my friend. Good night. Tschüss, Leute. Ciao. Ciao. Good night. Mach's gut, aber. User disconnected from your channel. Ich war vorhin noch nicht dabei, als anscheinend der Wegpunkt besprochen wurde. Wo genau ist der Wegpunkt 2 dann? Der ist. Warte, ich klappe mal meinen Flyer. Alles im Flyer, ja, Moment. Wollte ich gerade sagen. Normalerweise ist ja alles im Forum gepostet. Auf dem zweiten Punkt ist Col 359 Sektor BQB D526. Also am besten nachlesen. Ich lese mal nach, ja. Ja, ich finde es auch etwas blöd, dass sie das als Cheapback gepostet haben und nicht, dass man das Track und Drop machen kann. Finde ich etwas traurig. Wenn nicht, Lago ist ja noch online, vielleicht hört es ja, vielleicht kann man es ja noch einfügen. Okay, die hören natürlich nicht alles, was ich hier so sage. Push to Torque ist an. Da parkt offensichtlich die Corvette in einer anderen. Oh. Obwohl es egal, Bookmarks sind. Das ist meine. Steigen wir auch mal ein. Ja, hab ich auch schon gemacht. So. So, gehen wir mal rein, mal schauen. Hoffentlich haut es uns nicht raus aus der Instanz oder ins Hauptmenü. Ich glaube, einige, die mehr Probleme hatten, wo es direkt Elite Dangerous beendet hat. Hier ging es jetzt eigentlich. Wie gesagt, einmal ein Disconnect vor und hat es mich aber nur ins Hauptmenü zurückgeschmissen. Jo, geht wieder. In welcher Zeit lebt man überhaupt? Das sah gerade interessant aus. Die Corvette ist einfach mal so durch die Anna durchgeflogen. Oh, fuck. Hier ist ja die Cutter. Aber nicht absichtlich. Also sprich, ich habe nichts eingeschaltet. Jetzt ist es wieder besser. Ja. Naja, das kommt von jemand anders. Was machen die denn?
Kopfgeld auf Haarsprung. Juhu. So, Leute, das war schon. Ich freue mich ein Sprite auch nur. Jo, okay. Noch eine gute. Wir sind auch mal langsam weg. Wie gesagt, ich habe gehofft, hier gibt es mittlerweile schon Krieg in Tulum. Deswegen gab es eigentlich auch ein paar Tage keine Folge, weil ich darauf gehofft habe und jeden Tag gewartet habe, dass das soweit ist. Aber hier sind nach wie vor bloß Aufschwung. Wundert mich ein bisschen. Eigentlich hier auf dem Mond. Eigentlich waren die letzten Tage immer Wahlen, aber ich weiß jetzt gar nicht, was hier los ist. Obwohl Orbital mittlerweile unter der Herrschaft der IoT steht. Wir können ja mal kurz schauen. Ich hoffe, das überlagert sich nicht zu sehr mit dem Teamspeak. Trotzdem noch selten, ne? Ja. Die TPP ist hier immer noch mit ihrem Kommunismus. Schade. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wer weiß. Auf jeden Fall für die 100 Lichtjahre-Sprünge schon dann, ne? Noch. Ja, okay, dafür ja. Jo. Also für einmal Würfel habe ich jetzt auch Polonium. Oder? Also meine Anaconda springt ja auch 50, das reicht. 50, wow. Man schafft jetzt 40 mit minimalst Ausrüstung. Ja, cool. Ja, und Stufe 3. Ich suche gerade nach diesem Flyer, der vorhin beworben wurde. Den finde ich gar nicht. Wir können mal hier abhauen. Ich suche den mal ganz kurz im Forum nebenbei. Wo ist er denn? Ich schub's mal den Joe an. Boing, boing, boing. Explorer. Hola. Das hat vorhin auch ewig gedauert. Bestimmt 2 Minuten im Übergang zum Gleitmodus drin. Na okay, jetzt ging's. Oh, hier sind die anderen alle. 1, 2, 3. Schön. War ganz lustig. Ich habe erst ein bisschen später angefangen jetzt mit der Aufnahme. Erstmal so ein bisschen dort rumgekrochen, rumgesprungen, rumgealbert. Routenplanung. Also bei mir in der Instanz sind jetzt nur noch 3 Leute. Ich finde es nicht. Ich schau da mal nach, wo genau der zweite Punkt ist. Also ich bin mittlerweile aus dem System gesprungen. So, wir sind jetzt auch raus. Und ich verabschiede mich mal nebenbei aus dem TS. Kleinen Moment, Leute. Ja, bin ich auch noch. Aber ich sehe irgendwie, naja. Johnny McGyver ist auch noch dabei. Bin nur erstmal ausreden lassen. Nicht durch auch AFK, weil ich was zum Essen mache. Mhm. Ja, es wird jetzt überschaubar. Naja. Ich werde auch gleich mal zur Instanz fliegen, weil ja, es sind bestimmt einige lustige Szenen dabei. Muss man erstmal, es dauert ein bisschen, das alles zusammenzuschnibbeln, glaube ich. Das glaube ich auch, ja. So. Er kam muss nur auf jeden die Fall Idee, auf den Schiffen rumzuturnen. Ja, das war lustig. Macht immer Spaß. Kommt jetzt so eine Anna, mal gucken. Besonders wenn ihr auf Schiffen rumturnt, die ich nicht sehe. Die geben keine Ruhe. Ja, oh, warte mal, jetzt muss ich ja hier wieder. Das war vorhin ein bisschen komisch. Cool, dadurch, dass Cortex es die Probleme aufzuspringen. Moment. Wie war die Probleme das gab, die war hier irgendwie weg, alles auch durcheinander in meinem Schiff. Leeren drauf, ja, oder das, das aus. Muss aus. Ja. Treffer. Das muss aus. Okay, oh, nein, doch. So, wir fliegen mal zur Foden Orbital. Hey, cool. Gucken, ob wir da noch ein bisschen was machen können. 72% haben die Explorer und Tour mittlerweile einen Einfluss. Tuluku nur noch 23, das hält sich so die Waage die letzten 3-4 Tage. Bei denen hat sich nicht so viel geändert. Aber bei den anderen 3 ist es halt fast auf 0 oder 1% zurückgegangen. Naja gut, hat funktioniert. Gute Nacht, Leute, ich bin auch mal raus aus dem TS. Schönen Abend noch. Bis dann. Mach's gut, Alp. Disconnected. So, hätten wir das auch erledigt. Alp, hat Alp gesagt, nicht Alp, ich fass es nicht. So. Zurück zu Foden Orbital. Tja, ich habe echt gehofft, es kommt jetzt der Krieg, dass wir dann hier schön ein paar Kampffolgen machen können. Hat leider nicht so hingehauen. Jetzt ist ja natürlich immer noch, wir können ja noch mal gucken, das sah ganz witzig aus vorhin. Okay, jetzt sind hier bloß noch ein paar, ich habe auch ein paar Bilder gemacht, da waren hier deutlich mehr Leute. Da war fast die ganze Leiste voll mit Kumanern, die hier unterwegs waren. Es gab jetzt auch 2 Instanzen. Wir werden abgefangen. Ha, das will ich sehen. So, dann haben wir doch mal gucken, was haben wir denn da? Eine Vulture, ne? Wir können es ja mal probieren, ne? Bist du bekloppt? Lass den Mist.
Und ich wollte auch nicht halt mit den anderen Schiffen irgendwo noch hin und dann bin ich wieder unterwegs. Und dann fängt das hier halt an mit dem Krieg. Deswegen war das jetzt alles so ein bisschen komisch. Und es war auch echt ein bisschen zu heiß. Ich habe so wenig Aufnahmen gemacht die letzten Wochen. Die von den anderen Spielen noch kamen, die hatte ich noch auf der Platte. Aber jetzt bei der Hitze, da kommst du dann von Arbeit, bist eh schon im Arsch und kaputt. Da habe ich dann nicht so eine große Lust gehabt, noch irgendwie extra Aufnahmen am Abend zu machen. Gerade bei mir hier in der Bude im Dachgeschoss, das ist so warm. Boah, es ist furchtbar. So, und wenn ich jetzt hier nicht langsam ein... oh Gott, ins Visier kriege, dann habe ich Pech. So, was ist denn das hier noch? Eine Viper? Boah, das typische Schwein. So, tja, die wollen jetzt nochmal mit einem kleinen anderen Patch die Ressourcen deutlich verringern, die man braucht für die Upgrades, für die Ingenieure. Auch die Waren, die man braucht, die man halt von Missionen bekommt oder so, die sollen wohl wegfallen. Die braucht man dann wohl angeblich nicht mehr. Das finde ich super. Das hätten sie von Anfang an weglassen sollen. Brauchte kein Mensch. Oh, das geht mir gerade auf den Sack. Ich kriege den nicht klein. Ja, du Dreckschiff. Du Balk. Geh doch. So, muss ich mal kurz schilden. Ja, kritische Hitze. Macht nichts. Boah, das ist mittlerweile mies. Seit 2.1 ist es echt krass, eine Vulture irgendwie vor sich zu kriegen, gerade wenn man im großen Schiff sitzt. Da ist sie so vor dir und dann düppeln sie auch noch. David Knight. Es gibt immer noch den Mehrfachgeschütz- oder Munitionsbug. Dass zwar die Munition im Munitionsclip wird verbraucht, aber dann von der Maximalmunitionsmenge wird nichts abgezogen. Das ist wohl auch bei den Splittergeschossen der Fall, auch bei den Mehrfachgeschützen. Ich weiß nicht, ob es bei den Kanonen auch so ist. Aber auf jeden Fall halt bei Mehrfachgeschützen und bei den Splittergeschossen oder Splittergeschützen, wie die heißen, da auf jeden Fall. Boah, wie viel Düppel hat die denn dabei? 10, ne? Oder 11? Oh, komm schon, geh kaputt. Habe ich nicht einen Tötungsbefehl, Scanner? Ich glaube schon. Achso, ich hatte die hier noch mal ein kleines bisschen umgebaut. Die hat jetzt wieder 2 Schildbooster mehr drin. Oh, geh kaputt, du Scheißvieh. So, jetzt bist du fällig. Sei denn, du tippelst noch mal. Nein, 1%. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Endlich. Ich muss mich auch mal wieder dran gewöhnen. Ich habe ewig nicht gekämpft. Das ist so viele Wochen jetzt schon her. Gerade wenn ich jetzt mit der Explorer halt unterwegs bin, da schon gar nicht. Und hier jetzt auch eigentlich nicht. Wir haben ja nicht viel gemacht. Puh. Ja, und die Kampfzone hatte ich ja dann gehofft, wenn die denn hier irgendwann doch nochmal kommen sollten. Ich hoffe ja auf diese Woche oder vielleicht am Wochenende. Das wäre nicht schlecht. Aber wir werden schauen, wie es hier weitergeht. Wir können ja mal gucken, wie es hier in der... Moment... wie es in der Galaxiekarte aussieht. Unabhängig Aufschwung steht da nur noch. Okay. Gab es noch was? Nö. Ja. Waren noch echt viele Leute online. Immer noch viele. Vorhin waren es noch mehr. Schön. So. Ja, ich fliege jetzt hier zurück zu Foden Orbital. Und das soll es auch schon gewesen sein. Ich wollte bloß mal noch kurz was vom Explorer-Treffen hier zeigen. Ich bin selber ein bisschen später dazugekommen, weil ich nicht so viel Zeit hatte vorher. Eine Stunde später. Na gut, das war's erstmal wieder. Ich bedanke mich trotzdem für eure Aufmerksamkeit. Das war ganz witzig dort und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.